Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Virgin Adventures. Und heute geht es um den Premium Panzer Panzerbefehlswagen 6 Porsche, ein Tiger Porsche Panzer, den es für 6090 Golden Eagles im Spiel zu kaufen gibt. Es ist ein Tier 4 Fahrzeug mit dem Battle Rating 6.0. Wir haben eine Wannenpanzerung von 200 mm. Eine Turmpanzerung von 120 mm und eine Standarddurchschlagsleistung von 162 mm. Es ist ein 8-8-Fahrzeug, ein Tiger, eine Sonderanfertigung. Gucken wir mal ganz kurz in die Modifikation rein. Wir haben eine Standardgranate, Panzergranate 39 verbaut mit 10 Kilo Geschossmasse. Die Mündungsgeschwindigkeit beträgt 773 Meter die Sekunde. Der Sprengstofftyp ist H10, die Sprengstoffmasse sind 64 Gramm, was eine TNT-Sprengkraft von 108,8 Gramm entspricht. Wie gesagt, Durchschlagsleistung auf 100 Meter, 162 mm, doch schon ordentlich, reicht aus, um die meisten Panzer zu durchschlagen, zu kritten oder auch direkt rauszunehmen. Wir haben noch eine Panzergranate 40, eine APCR. Panzerbrechendes Hartkerngeschoss. Die Geschossmasse hier 7,3 Kilogramm. Mündungsgeschwindigkeit 1000 Meter die Sekunde. Doch ganz schön ordentlich. Die Durchschlagsleistung 219 mm auf 100 Meter. Kann sich auch gut sehen lassen. Und ja, ich habe es zwar in den nächsten Gefechten nicht getan. Aber ich rate euch, nehmt davon ein paar Granaten mit. Ihr könnt sie gut gebrauchen, wenn ihr mal Low-Tier gematcht werdet. Um bei stärkeren gepanzerten Gegnern durchzukommen. Wir haben noch eine Heatgranate. Die Heatgranate hat 110 mm Durchschlagsleistung auf allen Entfernungen. Die ist 7,6 Kilogramm schwer, eine Mündungsgeschwindigkeit von 600 Metern die Sekunde. Sprengstofftyp ist H5. Sprengstoffmasse 646 Kilogramm, was eine TNT-Sprengkraft von sage und schreibe 1,1 Kilogramm entspricht. Kann man auch gebrauchen. Aber ich denke, die Panzergranate 39 und in Unterstützung mit der Panzergranate 40 reichen dennoch aus. Und ihr bräuchtet diese Granate eigentlich nicht. Wir haben noch eine hochexplosive Spritzergranate mit 13 mm Durchschlag auf allen Entfernungen. Die Sprengstoffkraft ist hier 935 Gramm. Ein 11 Kilo Geschoss mit 820 Metern die Sekunde. Wie gesagt, ihr könnt diese benutzen für Flaks und leichte Fahrzeuge. Aber ganz ehrlich, ihr braucht sie nicht. Ich würde sie auch nicht mitnehmen. Wir haben etwas ziemlich Cooles in diesem Porsche Tiger. Und zwar, wir haben zwei kleine Kraftstofftanks. Und die befinden sich im Inneren des Fahrzeugs. Das Außen sind kühler. Und wenn euch eine Flak beackern möchte, gehen die meisten Geschosse alle auf den Kühler drauf. Der Kühler geht kaputt. Aber ihr gerät nicht so schnell in Brand. Wir haben auch zwei Motoren. 1-2. Ob das jetzt eine Auswirkung auf ein Spiel hat, konnte ich noch nicht erfahren. Also wenn ein Motor kaputt geht, der andere ist noch ganz, ob ihr dann noch weiterfahren könnt, das habe ich noch nicht ausprobiert. Wenn ihr da hingegen Erfahrungen habt, könnt ihr es mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Wie ihr sehen könnt, haben wir noch 6 Munitionsstapel in diesem Fahrzeug. Jeweils zwei hier oben, einer liegt auf dem Boden, auf der anderen Seite das gleiche Spiel. Nimmt unbedingt weniger Munition mit in diesem Fahrzeug, auch wenn wir eine sehr starke Panzerung haben. Ist es doch besser, wenn nur die Granaten auf dem Boden liegen und jeder Treffer, der auf die Seite geht, nicht sofort auf die Munition geht. Ich habe zwei schöne RB-Gefechte für euch. In dem ersten seht ihr schön in Osteuropa, wozu dieser Panzer gut geeignet ist, sondern einfach nur nach vorne marschieren. Das zweite Gefecht ist in zweite Schlacht von El Alamein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und am Schluss sehen wir uns wie immer den Schutz an. Bis gleich. So, wir sind in Osteuropa gelandet mit unserem, ich sag mal, Porsche Tiger 6. Wir brauchen 400 Fahrzeugpunkte zum Einsteigen. Und spawnen in den Arsch von dem Panther. Ja, brav. Gegen alle Nationen. Das ist fein. Du hast die ausgewiesenen Koordinaten.
mal sagen. Wir müssen irgendwie in den Nahkampfbereich reinkommen. Schön. Ja. Junge, Junge. War aber kurios. Erst zu weit geschossen und dann zu kurz geschossen. Und das, obwohl ich nur einen halben Strich oder einen Strich Unterschied drin hatte. Normalerweise wäre das ein Volltreffer gewesen. Was? Seht nix. Seht ihr? Ich hab doch gesagt, da ist was. Da ist noch einer. Zack. Gebaut. Give it that. Kommst du nicht durch, mein Freund? Wir haben die Initiative. Ich mache ja gar keinen Schaden bei dem. Geht doch. Reicht nicht. Also wie gesagt, ne, ihr müsst wirklich rangehen an den Feind. Ihr habt eine fette, da habe ich, glaube ich, Glück gehabt. Ihr habt echt eine dicke, fette Panzerung und die müsst ihr echt ausnutzen. Das ist eure Stärke bei eurem Fahrzeug. Ihr seht ja, die Kanone, die hat so wenig Durchschlag. Ihr schafft das einfach nicht, da durchzukommen. Auf entfernen. So, da vorne haben wir noch einen. Da ist er. Der hat mich auch gesehen.
Scheiße. Mist. Ich muss echt besser lernen zu zielen mit dem Ding hier, wa? Echt jetzt? Fertig. Schau Glück ab. Abschusshilfe. Ist noch was? Moment. Da hinten steht was. Brennt. Da sind die ganzen Gegner. Sehr schön. Da sind noch mehr. Was hast du denn vor, Junge? Denkst du schon blind oder was? Hammer. So. Hier 19 ist auch platt. Aber hier ist noch mehr. Hier vorne war noch was. Hier war noch irgendwas Schirmenmäßiges. Keine Abschussbeschädigung gesehen unten. Okay. Der Ausfund räumt hier echt auf. So. Ich mache hier nichts Unrechtes, Leute. Was ich hier mache, ist kein Spawn-Camping. Wir haben die alle einfach nur aufgeräumt und fahren in Richtung Spawn. Wo sollen wir sonst hinfahren? Da hat nicht jemand alle Fahrzeuge verloren. Sehr schön. Ja. Alles wird gut. Beste Staffel. Hilfsbereit. Immer gern. Hilfsbereit. Jo. Helf halt gern, ne? Ja. So. Ach, das kann ich doch sehen lassen. 38.000 Silver Lines. 6203 Fahrzeugforschungspunkte. Ist nicht schlecht. Wir haben 3 zerstörte Bodeneinheiten, 2 Abschusshilfen, 2 kritische Treffer, 11 Treffer insgesamt und eine Aktivität von 79%. Wir haben die Siegprämie 12.000 Silberlines allein bekommen. Ganz schön ordentlich. Ich denke mal, wir machen noch eins. Bis gleich. So, zweite Schlacht von El Alamein.
Ich denke mal, wir steigen hier ein. 340 Punkte. Na, sind wir so im 6-7er Bereich gelandet. Eventuell 7-0er. Ah ne, ist ja ein 6-0er Pfandzeug. 6-7er Bereich, genau. Mal gucken. Das ist ein 6-3er. Was war ich denn hin? Ah, 6-3er nur. Schwerer Panzer mit 430 Fahrzeugpunkte. Dann sind die bestimmt alle im Gegnerteam. Der Motor hört sich einfach nur geil an. Das Ding ist nur am Quietschen, oder? Vor mir ist der Feind. Der Feind ist da. Der vorne schon am Reparieren. Möchte mal ein bisschen unterstützen. Okay, der kam von da. Komm, Panther D, wofür stehst du da? Ist er weg? Ey, da beißen die sich an den hier vorne die Zähne aus. Zack, nice. Ein bisschen eher schießen müssen. Wäre der vielleicht noch am Leben da. Scheiße, das ist ein T-34-100. Da muss ich meinen Panzer für reparieren, oder? Da steht er. Direkt vor mir. Oh, ich bin umzingelt. Kommt der? Scheiße, hab ich schon aufgepasst, war? Ich blöd, Mann. Ah, nicht aufgepasst, nicht aufgepasst.
Den hätte schön wegklatschen können, wa? Hält doch nichts aus. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Ist das schon was? Kennst du mich noch? Das ist so geil, der Sturm hier, wa? Was ein geiles Teil, ey. Aber von hier vorne hat auch irgendwo einer geschossen, ne? Scheiße, Kack T44, wa? Ja, jetzt weiß ich aber, wo du stehst. Jetzt weiß ich nicht, wo der steht. Wir müssen dem Feind mehr zusetzen. Sie sind dabei zu gewinnen. Hau auf die ausgewiesenen Koordinaten. Weil der stand hier, ne? Vorne steht auch was. Das Geschütz laden. Wo hab ich den jetzt nicht getroffen? Ah, der ist kaputt.
steht da. Seht ihr den? Da steht der T-44. Auf dem Präsentierteller, wa? Genau da. Hi. Geil. Der hat mir meinen sturen Emil kaputt gemacht. Da. Da ist noch einer. Zack, nice. So, und jetzt den Panther. Nein, ich will den Panther noch. Ich will den Panther noch. Panther, Panther, Panther. Scheiße. Da war ein russischer Panther. Egal. Kann ja nicht alles haben. Wenigstens konnte ich immer Rache üben. Das ist immer das Wichtigste. So, 25.000 Silver Lines. 3.194 Fahrzeugforschungspunkte. Leider verloren, deswegen keine Prämie. Wir haben 6 zerstörte Bodeneinheiten, 5 kritische Treffer, 6 Treffer insgesamt. Und eine Aktivität von 77%. Nicht schlecht. Und so, da sind wir wieder zurück in der Garage mit unserem Porsche Tiger. Und ja, 6 Schuss, 6 Treffer, 6 zerstörte Bodenziele. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Mega. Kommen wir noch ganz kurz zu den Belohnungen. Wir haben hier ein Premium-Fahrzeug. Wir haben hier mit Premium-Konto eine Fahrzeugbelohnung von 546% und eine Silverline-Belohnung von 420%. Ohne Premium-Konto kommen wir hier immerhin noch auf 446% in der Fahrzeugforschung und 370% in den Silverlines-Belohnungen. Kann sich doch ganz schön sehen lassen. Kommen wir auf den Schutz zu sprechen. Wir haben hier ein sehr stark gepanzertes Fahrzeug, was sehr wenig Schwachstellen hat. Wir haben hier vorne, wie schon angegeben, 103 mm, aber es sind 2 Platten. Wir haben noch eine zusätzliche hier drunter, die auch 103 mm stark ist. Also kommen wir auf 206 mm sogar. Dann haben wir hier noch eine zusätzliche Platte gewalzter Stahl. Hat dann eine effektive Panzerstärke. Ihr müsst die natürlich halbieren. Von 13 mm, die ihr noch dazu rechnen müsst. Hier vorne sind es 20 mm, die ihr dazu rechnen müsst. Also doch eine sehr stark gepanzerte Front. Hier vorne sind es 113 mm in einem 29 Grad Winkel, unten sind es 133 mm in einem 46 Grad Winkel und die Platte hier vorne hat 248 mm in einem 78 Grad Winkel, aber darauf bounzt jeder Schuss. Wenn ihr dieses Fahrzeug anwinkelt, dazu rate ich euch allerdings nicht, da ihr hier diese Platte dann zeigt. Und sie hat dann nur noch 86,9 mm. Und jeder Feinpanzer kann da durchschießen und zerstört euren Panzer sofort. Solltet ihr allerdings an einer Hauswand stehen, und dazu rate ich euch dann, oder diese Seite hier hinterm Stein verstecken, habt ihr hier eine Panzerung von 117 mm bis hin zu 123 mm. Ihr müsst das natürlich verdoppeln. Wir haben dann hier 234 mm und hier hinten sind es dann 246 mm. Unten sind es dann 130 mm bis 142 mm. Kommen wir auf den Turm zu sprechen. Der Turm setzt sich aus vielen Panzerplatten zusammen, ist allerdings auch nicht gerade schwach gepanzert. Wir haben hier eine 120 mm starke Panzerung, so wie auch angegeben in der Beschreibung. Hier vorne haben wir dann 90 mm, aber dahinter befindet sich noch eine Platte. Es sind 190 mm, die der Gegner penetrieren muss. Hier vorne sind es 200, 284. Ihr seht schon, ein sehr starker Turm. 185 im Innenring, der Außenring 191. Die einzige Schwachstelle, die dieses Fahrzeug hat, ist
Ja, der Ring. Oh Mann. Da. 82,3 mm ist der Ring nur stark. Und wenn ihr gut zielt und euch steht so einer gegenüber, zielt unter das Kanonenrohr und wenn ihr Glück habt, geht der Schuss genau durch und zerstört den Panzer. Solltet ihr das nicht schaffen, könnt ihr immer noch auf die Kommandoluke zielen. Sie hat nur 80 mm Panzerungsstärke und ein Schuss auf die Kommandoluke lässt den Schuss nach innen gehen, die Splitterwirkung zumindest, und ihr zerstört oder tötet zumindest den Kommandanten und den Richtschützen. Wenn ihr Glück habt, strahlt ihr noch auf den Kraftstofftank mit den Splittern und der Panzer geht in Flammen auf. Kommen wir kurz zu den Seiten zu sprechen. Wir haben hier eine Panzerung von 83,7 mm. Hier oben am Turm sind es, ah, okay, 82,8 mm. Dann sind es hier auch 82 mm. Sorry. Hinten auch, kommen wir hier, ah, auch 82. 82, rundherum 82 mm. Hier hinten haben wir, na, wo ist es? Wir haben hier hinten ein bisschen weniger. Da ist die Schwachstelle. 29,1 mm in einem 29 Grad Neigungswinkel. Da müsst ihr schon aufpassen, wenn euch eine Flak umrundet, dass er diese Schwachstelle hier nicht trifft und euch da durchrotzt. Es ist aber nur hier ein ganz schmaler Streifen. Der Rest hat dann auch wieder 76 bis 82 mm Panzerung. Ja, rundherum ein ziemlich stark gepanzertes Fahrzeug, was auch sehr viel Spaß macht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr belohnt uns mit einem Daumen nach oben. Solltet ihr Fragen zum Panzer haben, Fragen zum Spiel oder einen Let's Play-Wunsch, könnt ihr es mir wie immer in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Gehabt euch wohl, ich wünsche euch viel Spaß im Spiel. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.